بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته meine lieben Geschwister, ich freue mich wieder bei euch sein zu können, الحمد لله. Und wir wollen heute insha'Allah in unserem ersten Unterricht im Jahr 2019 dann gleich weitermachen, und zwar über mehrere Wochen hinweg jetzt, damit wir da so ein bisschen vorankommen. Und zwar gleich weitermachen mit der Sira unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und wir hatten ja jetzt in den letzten Wochen diesbezüglich eine kleine Pause gemacht gehabt und hatten uns mit der anderen Reihe beschäftigt gehabt, der Ruf des Iman. Und wollen jetzt, insha'Allah ta'ala, heute diese Reihe fortsetzen, mindestens für 3 oder 4 Unterrichte, damit wir dort dann etwas vorankommen, was die Sira unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam betrifft. Und wir hatten uns das letzte Mal, nur weil das schon etwas länger her ist, mit einem Jahr beschäftigt gehabt, und zwar dem Jahr der Trauer. Und wir haben auch aufgezeigt gehabt, wohin das geführt hat. Nämlich dieses Jahr der Trauer, in dem unsere Mutter Khadija radiallahu anha und der Onkel unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Abu Talib, gestorben sind, hat dazu geführt, dass die Quraysh sich gesagt haben, jetzt können wir erst recht gegen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vorgehen. Wir hatten in diesem Zusammenhang auch über die Al-Muqata'a Al-Amma gesprochen gehabt, über diesen allgemeinen Boykott. Und nach dem Tod von Abu Talib, dem Onkel unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, der in Mekka von allen als Autorität anerkannt wurde, hat diese Rolle jetzt sein anderer Onkel Abu Lahab übernommen. Abu Lahab übernahm diese Rolle. Und wir wissen, Abu Lahab war ein erklärter Feind, ja ein Erzfeind unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gewesen. Wir können uns erinnern, als die Quraysh die Banu Hashim, den Stamm, den Unterstamm unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, boykottierten, dass der Einzige aus der Familie der Banu Hashim, der sich nicht auf die Seite der Banu Hashim gestellt hat, sondern auf die Seite der Quraysh, wer gewesen war? Abu Lahab. Also er hatte nicht einmal diesen Anstand, den die anderen hatten, dass er sagt, meine Familienbande ist hier stärker und ich stehe an der Seite Mohammeds, obwohl ich ihn nicht leiden kann, obwohl er eigentlich mein Feind ist, so wie es die restlichen der Banu Hashim getan haben. Sondern er hat sich auf die Seite der Quraysh gestellt. Und er hat diesen Boykott gegen seine eigene Familie auch noch unterstützt. Und jetzt ist dieser Abu Lahab derjenige, der zumindest unter den Banu Hashim das Sagen hatte und somit hohes Ansehen genoss in Mekka. Und es wurde immer schwieriger für den Propheten sallallahu alaihi wasallam, seine Da'wah zu verbreiten in Mekka. Immer wieder lauerte Abu Lahab auf oder irgendjemand anderes, der versuchte, den Muslimen den Weg zu versperren, sodass sie nicht ihre Da'wah, ihre Botschaft verkünden konnten. Also musste sich der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nach einem Ort umschauen, der außerhalb von Mekka liegt. Und der erste Ort, an den unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dachte und wo er glaubte, dass er eventuell Menschen erreichen könnte, die ihn unterstützen bei der Verkündung seiner Botschaft, war welcher Ort gewesen? At-Ta'if, absolut korrekt. In At-Ta'if lebten Verwandte mütterlicherseits unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, Al-Abbas, der zu diesem Zeitpunkt noch kein Muslim gewesen war,
hatte auch gute Beziehungen nach At-Ta'if gehabt, weil er nämlich immer wieder auch Geld verliehen hatte an die Leute in At-Ta'if. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dachte sich, ich versuche es einfach mal in dieser Oasenstadt At-Ta'if und versuche die Menschen dort zu Allah subhanahu wa ta'ala einzuladen, vielleicht werden sie meine Botschaft annehmen und akzeptieren. Aber es sollte genau umgekehrt kommen. Als einmal unsere Mutter Aisha radiallahu anha, wie es Al-Bukhari und Muslim überliefert, dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam fragte, هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ O Gesandter Allahs, gab es irgendeinen Tag, das war nach der Schlacht von Uhud gewesen, also als der Prophet sallallahu alaihi wasallam schon in Medina war und Uhud, wir wissen, was geschah in Uhud, wir kommen noch auf Uhud zu sprechen, aber was geschah in Uhud? Die Muslime, sie haben eine Niederlage erlitten. Und was geschah noch? 70 Muslime haben ihr Leben verloren. Unter ihnen wer? Hamza ibn Abd al-Muttalib, der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, den er über alles liebte. Und nach dieser Schlacht von Uhud fragt ihn seine Frau Aisha, O Gesandter Allahs, gab es irgendeinen Tag, der für dich schlimmer war und härter gewesen war als der Tag von Uhud? Wo 70 Gefährten gefallen sind, dein Onkel gefallen ist, wo du verletzt wurdest, sallallahu alaihi wa sallam. Wie antwortete der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Er sagte, laqitu min qawmiki ma laqit. Ich habe von deinem Volk, also von den Quraysh, schon sehr, sehr viel abbekommen. Mir ist schon sehr, sehr viel widerfahren von ihrer Seite. Sie haben mir schon sehr, sehr viel Leid zugefügt. Aber es gab einen Tag, der noch härter war. Subhanallah, noch härter als so ein Tag, wo die Muslime eine Niederlage erleiden, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam körperlich verletzt wird. Ja. Und welcher Tag war das gewesen? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt jetzt, وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ. Der härteste Tag war aber welcher gewesen? Der Tag von Al-Aqaba. Was ist mit Al-Aqaba hier gemeint? Wenn wir Al-Aqaba hören, woran denken wir? Womit verbindet ihr den Begriff Al-Aqaba? Mit der Bay'a, mit der Huldigung von Al-Aqaba. Und wo befindet sich Al-Aqaba? Die wir kennen jetzt und die wir verbinden mit der Huldigung von Al-Aqaba, auf die wir wahrscheinlich nächste Woche oder übernächste Woche zu sprechen kommen werden. Womit verbinden wir die Al-Aqaba? Wo liegt Al-Aqaba? Weiß es jemand? Al-Aqaba liegt in Mina, da wo wir die Säulen bewerfen, während der Hajj, da ist Al-Aqaba. Da haben sich immer die Araber in der vorislamischen Zeit versammelt und auch nach der islamischen Zeit, ja, um in der Nähe von den Jamarat, von den drei Säulen zu sein, damit sie nicht so weit laufen müssen. Weil sie müssen ja 3 Tage nach der Hajj wo bleiben? In Mina, damit sie die Säulen bewerfen können. Und das ist genau bei Al-Aqaba. Aber die Al-Aqaba, die hier erwähnt wird, ist nicht die Al-Aqaba von Mina, sondern eine andere Al-Aqaba in At-Ta'if. Also der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er spricht hier von At-Ta'if. Und er spricht von seinem Volk, weil sie mit ihm verwandt gewesen waren. Dort lebten die Banu Thaqif. Und die Banu Thaqif sind Verwandte mütterlicherseits unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam gewesen. Und er sagte, وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ. Und das Härteste, was ich von ihnen erfahren habe, was mir widerfahren ist von ihnen, war am Tag von Al-Aqaba. إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى إِبْنِ عَبْدِ يَالِيلِ إِبْنِ عَبْدِ كُلَالِ. Als ich mich Ibn Abd Yalil, dem Sohn von Abd Kulal, vorgestellt habe. Das ist der sozusagen Vorsteher der Banu Thaqif gewesen in At-Ta'if. Und er hatte noch 2 Brüder und sie haben sich gemeinsam waren gemeinsam verantwortlich gewesen für At-Ta'if. Und wir kommen gleich darauf zu sprechen, inshallah ta'ala. فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ. Und er hat nicht akzeptiert, was ich wollte.
فانطلقت وأنا مهموم. Und ich ging dann und ich war voller Sorgen gewesen. على وجهي. Ja, ich bin sozusagen gelaufen, einfach vor mir hergelaufen. فلم أستفق إلى وأنا بقرن الثعالب. Und ich bin erst zu mir gekommen, als ich bei einem Ort war, der heißt قرن الثعالب. In der Nähe von الطائف. فرفعت رأسي. Ich habe daraufhin mein Haupt gehoben. فإذا أنا بسحابة قد أظلتني. Und plötzlich war über mir eine Wolke gewesen, die mir Schatten gespendet hat. فَنَظَرْتُ فَإِذَا جِبْرِيلٌ. Und ich schaute und ich sah Jibril vor mir. فَنَادَانِي. Und er rief mich. فَقَالَ. Und er sagte daraufhin, إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ. Allah Ta'ala, er hat gehört, was dein Volk zu dir gesprochen hat. Die Thaqif in Al-Ta'if. وَمَا رَدُّ عَلَيْكُمْ. Und wie sie dir geantwortet haben. Wir kommen gleich darauf zu sprechen. وَقَدْ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ. Und Allah, er hat zu den Engel der Berge geschickt. لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ. Sodass du ihm befiehlst, was du möchtest in Bezug auf sie. فَنَادَانِ مَلَكُ الْجِبَالِ. Der Engel der Berge, er rief mich daraufhin. فَسَلَّمَ عَلَيَّ. Und er grüßte mich. ثُمَّ قَال. Und sagte daraufhin. Das ist eine authentische Überlieferung bei Bukhari und Muslim. يَا مُحَمَّدْ. O Muhammad. إِن شِئْتَ أُطْبِقْ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ. Wenn du möchtest, dann werde ich die beiden Berge um Mekka herum. Abu Qubais ist der eine Berg und der andere Berg, er heißt Qu'i. Irgendwie so, so heißt der andere Berg, ja, dass ich diese beiden Berge über sie zusammenprallen lasse, sodass ich sie vernichte. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie uns allen bekannt ist, antwortete, بَلْ أَرْجُوْ أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Nein, vielmehr möchte ich, dass Allah aus ihnen heraus, Nachkommen entstehen lässt, welche Allah alleine anbeten und ihm nicht zur Seite stellen. Wir kommen gleich noch darauf zu sprechen, was wir für Lehren daraus ziehen. Aber zunächst erst einmal ist mir was wichtig. Mir ist wichtig, dass wir sehen, dieses Ereignis, über das wir uns heute unterhalten werden und welches wir heute besprechen werden, ist ein Ereignis, was dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam so zugesetzt hat, wie kein anderes Ereignis in seinem Leben. Nicht einmal wie die Niederlage von Uhud. Was ist konkret geschehen? Lass uns das jetzt insha'Allah ta'ala einfach mal genauer anschauen. Und zwar, nach dem Tod von Khadija, circa 3 Monate später, manche sagen 3 Monate und 8 Tage später, manche sagen, es waren genau 3 Monate später, machte sich der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auf dem Weg nach At-Ta'if. Und er erhoffte sich, dass er ihre Herzen erreichen kann. Und er begab sich dann zu den Anführern als allererstes. Weil er war sich im Klaren darüber gewesen, wenn er die Anführer erreicht, dann wird er auch die einfachen Menschen erreichen. Und er sprach mit diesen 3 Brüdern. Den einen erwähnten wir gerade, Abdu Jalil ibn Kulal. Die anderen beiden hießen Mas'ud und Habib, waren Brüder gewesen. Alle ibn Kulal. Und er stellte ihnen den Islam vor. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wenn er den Islam vorstellte, war er relativ direkt gewesen. Er sagte ihnen, wer er ist, dass er von Allah subhanahu wa ta'ala auserwählt wurde als Gesandter Gottes. Er las ihnen in der Regel Teile aus dem Koran vor und war klar und deutlich gewesen in dem, was er ihnen verkündete. Er versuchte nicht, die Botschaft zu verändern. Er versuchte auch in keiner Weise,
wie wir noch sehen werden, insha'Allah, sich auf irgendwelche faulen Kompromisse einzusetzen. Wie wir noch sehen werden, insha'Allah, als dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam später in Al-Aqaba bei der Hajj, wo er versucht, die einzelnen Stämme, die nach Mekka gekommen sind, einzuladen zum Islam. Gab es einige, die gesagt haben, es hört sich interessant an. Aber sie sagten zu ihm, was ist, wenn wir dich unterstützen sollten? Werden wir dann ebenfalls einen Anteil von der Macht bekommen? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, obwohl er in einer schwierigen Lage gewesen war, hat nicht irgendwelche faulen Kompromisse akzeptiert und gesagt, ja, ihr werdet etwas bekommen. Er war ehrlich gewesen mit den Menschen. Und er sagte zu ihnen, Allah subhanahu wa ta'ala gibt die Herrschaft, wen er möchte. Und sie daraufhin sagten, wenn das so ist, dann können wir dich nicht unterstützen. Sollen wir dich etwa unterstützen und dann wird jemand anderes die Herrschaft bekommen? Das tun wir nicht. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er machte vom ersten Moment an klar, es geht hier nicht darum, seine Herrschaft auszubauen. Es geht mit seiner Botschaft nicht darum, nach Macht oder Macht zu erlangen. Nein, es geht darum, klar und deutlich eine Botschaft, die Botschaft Allahs zu verkünden. Und zwar nur für Allah, für nichts anderes. Das muss den Menschen klar sein. Und das macht er mit jedem. Jeden, den er zum Islam einlud, jedem, den er die Botschaft verkündete, machte er klar, wenn du diese Botschaft akzeptierst, dann wirst du zunächst erst einmal von dieser Dunya nichts bekommen. Im Gegenteil, wahrscheinlich musst du sehr, sehr viel geben. Das Einzige, was ich dir versprechen kann als Prophet ist, wenn du aufrichtig bist, wenn du dich einsetzt, wird Allah subhanahu wa ta'ala dir deine Sünden vergeben und dich das Paradies betreten lassen. Ja, salam. Das ist das, was der Prophet schon klar und deutlich jedem Einzelnen vermittelt. Wir werden noch sehen bei der Bay'at al-Aqaba, bei der Huldigung von einer Aqaba, fragten die Leute ihn, was bekommen wir dafür, wenn wir dich unterstützen? Und er sagte nur das Paradies. Und das reichte ihnen aus. Sie haben es akzeptiert und dementsprechend, meine lieben Geschwister, ganz, ganz wichtig, wenn ihr etwas tut für euren Glauben, dann erwartet dafür niemals eine Gegenleistung. Niemals. Niemals. Ich darf mir mit der Religion Allah subhanahu wa ta'ala oder ich darf mir durch die Religion Allah subhanahu wa ta'ala nichts kaufen. Das Einzige, wonach ich strebe, ist was? Ist die Akzeptanz Allahs. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala mich annimmt und mich das Paradies betreten lässt. Diese Einstellung muss ich immer haben. Und wenn ich diese Einstellung habe, wenn ich diese Aufrichtigkeit habe, La nuridu minkum jaza'an wa la shukura. Wir wollen von euch weder Vergeltung noch Dankbarkeit. Dann kann kommen, was kommt. Ich werde es ertragen. Warum? Weil ich es ohnehin für Allah getan habe. Aber wenn ich eine Gegenleistung erwarte von den Menschen, sobald ich keine Dankbarkeit von den Menschen erhalte, werde ich mich von diesem Weg verabschieden. Weil die Menschen mich nicht anerkannt haben. Weil die Menschen mich nicht akzeptiert haben. Und deswegen gibt es viele Menschen, die in der Da'wah tätig sind und die nach einiger Zeit aufhören, weil sie sagen, ich habe keine Dankbarkeit von den Menschen erhalten. Warum hast du es getan? Hast du es für die Dankbarkeit getan? Oder hast du es für Allah subhanahu wa ta'ala getan? Wenn du es für die Menschen getan hast, dann hast du eine falsche Absicht gehabt. Und wenn du es für Allah getan hast, dann wird dich Allah subhanahu wa ta'ala auf diesem Weg festigen. Und auf jeden Fall haben diese drei Brüder nicht nur abgelehnt, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihnen vorstellte, sondern was haben sie gemacht? Sie haben sich über ihn lustig gemacht. Wie es einige überliefert haben, hat einer von ihnen gesagt, wenn du Prophet bist, dann kann ich so und so nicht mit dir sprechen, weil du viel zu hoch bist. Und wenn du kein Prophet sein sollst, sondern ein Hochstapler und ein Lügner, dann bist du viel zu niedrig, als dass ich mit dir rede. Subhanallah. Also egal wie, ja, er wird nicht mit ihm reden. Er will einfach nicht. Er hat sich einfach lustig gemacht über ihn. Er hat ihn verspottet. Wenn du Prophet bist, bist du zu hoch. Also kann ich so und so nicht mit dir reden. Und wenn du keiner bist, dann bist du ein Lügner. Also werde ich auch nicht mit dir reden, weil du ein Lügner bist. Also mit anderen Worten, ich will überhaupt nicht hören, was du zu sagen hast. Sie haben sich lustig gemacht über ihn. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat aber nicht aufgegeben, sondern er hat versucht dann innerhalb von At-Ta'if die Menschen, die einfachen Menschen zu erreichen. Aber dies ist ihm auch nicht geglückt. Und die Leute in At-Ta'if hatten keine Geduld mit ihm.
Sondern was machten sie? Sie haben die Leute versammelt, die einfachen Leute, die Sklaven und die Kinder und die Idioten, die es überall gibt, in jedem Ort. Und sie haben sie gegen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aufgehetzt. Sie haben ihn aus der Stadt vertrieben. Und das war das Schlimmste, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam überhaupt jemals erlebt hatte. Dass er auf diese erniedrigende Art und Weise aus einem Ort vertrieben wurde. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er war nicht alleine gewesen in At-Ta'if. Sondern wer war mit ihm gewesen? Zayd ibn al-Haritha war mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam dort gewesen und er hat auch einiges von dem erzählt, was dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam widerfahren war. Und sie haben Steine genommen und sie haben diese Steine auf den Propheten sallallahu alaihi wa sallam geworfen, haben ihn aus der Stadt geworfen, aus dem Ort geschmissen, vertrieben, auf schlimmste Art und Weise, sodass sogar seine Fersen voller Blut gewesen waren und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann in einem Garten flüchten musste. Dieser Garten, er gehörte zwei Männern, die beide Mushrikun gewesen waren. Es waren beides Götzendiener gewesen. Der eine hieß Utba und der andere hieß Shaybe. Utba ibn Rabi'a und Shaybe ibn Rabi'a. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er versteckte sich in diesem Garten. Und die beiden haben ihn gesehen und bekamen Mitleid. Sie bekamen Mitleid mit diesem Mann. Sie sahen, dass er völlig am Boden gewesen war, voller Trauer gewesen ist. Und sie hörten, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in diesem Moment eines seiner schönsten Bittgebete überhaupt ausgesprochen hat. Und dieses Bittgebet wollen wir uns etwas näher anschauen. Und zwar in diesem schwierigen Moment, wo er voller Trauer war, darüber, wie er behandelt wurde, blieb ihm nichts anderes übrig, als seine Hände zu heben. Und Allah subhanahu wa ta'ala voller Inbrunst zu bitten. Und zwar, was sagte er? Er sagte, Allahumma ilayka ashku da'fa quwwati. Herr, dir klage ich die Schwäche meiner Kräfte. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, ilayka ashku. Er sagt nicht ashku ilayk, sondern ilayka ashku. Was ist der Unterschied für diejenigen, die Arabisch können, zwischen ashku ilayk und ilayka ashku? Rein sprachlich gesehen. Das ist ähnlich wie iyyaka na'budu. Allah hätte sagen können, na'buduka wa nasta'inuk, oder? In Surat al-Fatiha. Wir dienen dir und wir bitten dich um Hilfe. Aber er sagt, iyyaka na'budu. Er sozusagen stellt dieses Pronomen, was auf Allah hindeutet, ja, stellt er vor das Verb. Und was heißt das, dass ich etwas davor stelle im Arabischen? Worauf deutet das hin? Es deutet darauf hin, dass ich mich ausschließlich Allah zuwende. Wenn Allah sagen würde, na'buduka wa nasta'inuk, wäre rein sprachlich richtig. Dann würde es heißen, dir dienen wir, und dich bitten wir um Unterstützung, aber ich könnte theoretisch noch jemand anderen um Unterstützung bitten. Aber wenn ich sage, iyyaka na'bud, dann heißt es, nur dir allein diene ich. Und nur dich alleine bitte ich um Unterstützung. Und genau dasselbe macht auch der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hier. Er sagt, Allahumma ilayka ashku. Nur dir alleine klage ich, nur dich alleine sozusagen, nur an dich alleine wende ich mich in dieser schwierigen Situation mit meiner Trauer. Ilayka ashku, ich habe niemanden anderen, alle haben mich verlassen. Ich bin auf mich allein gestellt. Ich kann vor niemandem anderen klagen als vor dir. Er wusste nicht mehr weiter, sallallahu alaihi wa sallam. Ilayka ashku da'fa quwwati. O Herr, dir allein klage ich die Schwäche meiner Kräfte. Ich bin schwach. Ich bin nur ein Mensch, obwohl ich ein Prophet bin. Aber ich bin nur ein Mensch. Ich weiß nicht mehr weiter. Wa qillati hilati. Die Beschränktheit meiner Mittel. Ich habe nicht alle Mittel. Ich habe nur die Mittel, die mir zur Verfügung stehen und die du mir, o Allah, zur Verfügung gestellt hast. وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ. Und die Wenigkeit meiner Person in den Augen der Leute, dass ich erniedrigt bin. So erniedrigt worden bin und so wenig wert bin, dass die Menschen mich aus ihrer Stadt vertreiben, obwohl ich der Gesandte Allahs bin.
oft vergessen, das ist der schwierigste Moment im Leben unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam gewesen. Und schaut mal, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ja, dieses Dua beginnt. Das ist unglaublich wichtig. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, wenn du Dua machst, zeig Allah ta'ala, dass du bedürftig bist. Wallahi, du glaubst gar nicht, was das bewirkt. Allah will, dass du ihm schmeichelst. Allah will, dass du ihm schmeichelst. Allah will, dass du zeigst, dass du ohne ihn nichts erreichen kannst. Ja, ayyuhan nas, o ihr Menschen. Antumul fuqara'u ila Allah. Ihr seid diejenigen, die bedürftig sind gegenüber Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah ist der Unbedürftige, der Reiche, der Lobenswürdige. Zeig Allah, dass du auf ihn angewiesen bist. Mach dich los von den Mitteln des diesseitigen Lebens und zeige Allah, dass du nicht mehr weiter weißt. Egal in welchem Bereich deines Lebens, wenn du das Gefühl hast, es geht nicht mehr weiter oder du etwas von Allah willst, dann zeig Allah Ta'ala, dass du von ihm abhängig bist. Zeig es durch deine Worte. Zeig es durch deine Haltung und sei dir sicher, Allah wird dich nicht im Stich lassen. Allah, ich habe das schon persönlich so oft erlebt. So oft erlebt. In den schwierigsten Situationen, wo du glaubst, es geht nicht mehr weiter, wo du glaubst, es ist vorbei. Das endet in einem Desaster, wendest du dich Allah zu mit dieser Haltung und plötzlich öffnet sich eine Tür. Plötzlich öffnet sich eine Tür. Wir werden gleich sehen, welche Türen sich für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam geöffnet haben. Aber lasst uns lernen von der Art und Weise, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam Dua gemacht hat. So schön. Zeig Allah, dass du mittellos bist. Zeig Allah, dass du nichts wert bist. Zeig Allah, dass er der Einzige ist, der dir in dieser Situation helfen kann. Und das war das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam tat. Und jetzt geht es weiter. Und zwar, jetzt wendet er sich Allah zu, nachdem er sich ihm zugewandt hat, bei seinem eigentlichen Namen, nämlich Allah, Allahumma. Wendet er sich jetzt Allah zu mit einer seiner schönsten Eigenschaften überhaupt. Ya arhamar rahimin. Ya salam. O Barmherzigste aller Barmherzigen. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى Allah hat die schönsten Namen. فَدْعُوهُ بِهَا So bittet Allah mit diesen Namen. Versuch immer wieder, wenn du Dua machst, Allahs Namen und Allahs Eigenschaften zu verwenden. Und deswegen, was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِسْمًا مِئَةً إِلَّا وَاحِدًا Allah Ta'ala, er besitzt 99 Namen, 100 weniger einen. Man ahsaha, wer sie umfasst, das heißt, sie versteht, sie benutzt in seinen Bittgebeten, sie umsetzt in seinem Leben, dakhala al-Jannah, den wird das Paradies betreten. Warum? Weil er weiß, wie er sich Allah zuwenden muss. Er weiß ganz genau, was Allah von ihm will. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat es verstanden, die richtigen Namen zu benutzen an der richtigen Stelle. Nachdem er aufgezeigt hat, dass er mittellos ist, zeigt er auf, dass Allah Ta'ala barmherzig ist. Und dass er sich seinen Dienern zuwendet in schwierigen Situationen. Ya arhamar rahimin. Und jetzt geht's weiter. Er beschreibt Allah Ta'ala mit einer weiteren Eigenschaft. Ant rabbul mustad'afin. Du bist der Herr der gezwungenermaßen Schwachen. Der Unterdrückten. Du bist barmherzig und du bist der Herr der Unterdrückten. Wa anta rabbi as-salah. Schaut mal, wie schön das ist. Anta rabbul mustad'afin, du bist der Herr der Unterdrückten und du bist mein Herr. Also mit anderen Worten, oh Allah, ich bin unterdrückt. Ich brauche dich, ich bin angewiesen. Ich bin angewiesen auf deine Barmherzigkeit, auf deine Güte, auf deine Kraft. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Du bist der Herr der gezwungenermaßen Schwachen und du bist mein Herr. Und jetzt kommen schöne Fragen. Es ist keine Klage, er beklagt sich nicht über Allah. Aber er fragt Allah subhanahu wa ta'ala, wo es hingehen soll. Er versteht nicht die Weisheit. Das ist ganz, ganz wichtig. Beschwere dich niemals über Allah. Aber bitte Allah subhanahu wa ta'ala,
dass er dir aufzeigt, warum er dich prüft, wie er dich prüft. Der Prophet hat es nicht verstanden, warum er so geprüft wird. Und deswegen sagt er was? Ila man takiluni. Wem vertraust du mich an? Ila ba'idin yatajahhamuni. Einem fernen Fremden, der mich mit Grobheit empfängt. Au ila aduwin malaktahu amri. Oder einem Feind, den du über meine Angelegenheit bestimmen lässt. Oh Allah, erklär mir warum. Ich bin ein Mensch, ich brauche eine Erklärung. Manchmal prüft Allah Ta'ala einen Menschen mit einem harten Schicksalsschlag. Wird krank oder ähnlich, er versteht nicht warum. Beschwere dich nicht über Allah, über die Bestimmung Allahs, sondern bitte Allah, dass er es dir erklärt, warum. Wie Musa alayhi salam in der Geschichte mit Al-Khidr. Er wollte wissen, warum. Er hat es nicht verstanden. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er bittet Allah, oh Allah, erklär es mir, warum prüfst du mich so hart? Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, und er zeigt auf, er ist immer zufrieden mit dem, was Allah für ihn bestimmt hat. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Solange es keinen Zorn von dir gegen mich gibt, werde ich mir nichts daraus machen. Ja, Salam. Ja, Salam. Was für Worte. Ja, ganz ehrlich, so ein Dua, das muss erhört werden, oder? Wenn jemand so etwas in so einer Situation sagt, es geht gar nicht anders, dass es erhört wird. Es geht gar nicht anders. Ja? Solange du nicht zornig bist, solange du nicht zürnst und auf mich, auf Deutsch gesagt, sauer bist, und mit mir zufrieden bist, so ist mir das alles egal. Ich will nur verstehen, warum ist das so, Allah? Ist das so, weil du dich von mir abgewandt hast? Oder ist es eine Prüfung? Wenn es eine Prüfung ist, dann bin ich bereit, diese Prüfung zu akzeptieren. Aber ich bitte dich, oh Allah, lass es nicht sein, aufgrund eines Fehlers oder einer Sünde, die ich begangen habe. Und das ist das, worauf es ankommt. Und das ist auch das, was wir verstehen müssen. Allah Ta'ala, er prüft einen Menschen nicht, weil er ihn hasst. Sondern er prüft einen Menschen vielleicht auch gerade deswegen, weil er ihn in besonderer Weise liebt. Und solange du weißt, dass Allah Ta'ala mit dir zufrieden ist, wirst du auch seine Bestimmung akzeptieren. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Aber jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges. Walakinna afiyataka hiya awsa'u li. Doch ein Schutz von dir ist immer angenehmer. Ja, Salam. Allah. Ist hier in diesem Dua steckt so viel Fiqh, so viel Wissen, das ist unglaublich. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich akzeptiere alles, was von dir kommt, oh Allah. Aber wenn du mich beschützt und mich nicht prüfst zu hart, dann ist das für mich lieber. Und deswegen sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam immer wieder, bittet Allah um was? Bittet Allah immer um die Al-Afiyah. Was heißt Afiyah? Afiyah heißt Unversehrtheit. Bitte niemals Allah, oh Allah, prüf mich. Pass auf. Bitte niemals Allah, dass er dich prüft. Nein. Sag immer, oh Allah, Unversehrtheit. Oh Allah, prüf mich bitte nicht zu hart. Ja? Glaub niemals, dass du so stark bist, dass du jede Prüfung ertragen kannst. Nein. Selbst der Prophet sallallahu alaihi hat gesagt, ja, solange, mir ist das angenehmer. Mir ist es angenehmer, dass du mich nicht prüfst, oh Allah. Weil ich nicht weiß, ob ich diese Prüfung bestehen werde. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, A'udhu binuri wajhika alladhi ashraqat lahu al-zulumat. Ich erflehe Schutz beim Licht deines Angesichts, durch das die Finsternisse sich erhellen. Was für Worte, oder? So schön. Ich suche Zuflucht beim Licht deines Angesichts, durch das die Finsternisse sich erhellen. Also mit anderen Worten, oh Allah, gib mir Licht auf diesem Weg, wo ich am Ende kein Licht erkennen kann. Gib mir ein Licht, damit ich verstehe, warum. Ein Licht, damit ich weiß, dass diese Prüfung eines Tages enden wird, damit ich die Hoffnung nicht verliere. A'udhu binurika binuri wajhika alladhi ashraqat lahu al-zulumat
وصالح عليه أمر الدنيا والآخرة und die Dinge im Diesseits wie im Jenseits sich ordnen durch dieses Licht أن تنزل بغضبك gegen deinen Zorn der herabsteigt also ich suche Zuflucht bei dir gegen deinen Zorn der herabsteigt أو يحل علي سخطك und gegen deinen Grimm der mich befällt also solange du mit mir zufrieden bist ist mir alles egal aber sei nicht unzufrieden mit mir o Allah لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك du verdienst die Reue von mir bis du wohlzufrieden bist es gibt keine Kraft und keine Macht außer bei dir. Damit schließt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dieses Dua ab. Er beginnt es mit was? Ganz wichtig. Womit beginnt er das Dua? Was war das, diese ersten drei Sätze, mit denen er das Dua begonnen hatte? Was war das gewesen? Was beinhaltete das? Dass der Prophet mittellos ist. Und womit beendet er es? Dass die Mittel alle bei wem liegen? Alle bei Allah. Zeig deinen Faqr, deine Armut gegenüber Allah. Zeig deinen Faqr, deine Bedürftigkeit gegenüber Allah. Und sei dir sicher, Allah wird dich nicht im Stich lassen. Wenn du nicht mehr weiter weißt, wende dich Allah zu. Wende dich Allah immer zu. Aber gerade wenn es nicht mehr weitergeht, wo du das Gefühl hast, ich weiß nicht mehr weiter, wende dich Allah zu. Al-Fudayl ibn Ayyad. Wir wissen, wer Fudayl ibn Ayyad gewesen ist. Fudayl ibn Ayyad war einer der großen Asketen gewesen, war vorher Räuber gewesen, hat Taube gemacht, wurde zum Abid al-Haramain, zu dem Asketen der beiden sozusagen heiligen Städten. Er hatte einen Sohn gehabt. Und er merkte, dass er seinen Sohn nicht so erziehen kann, wie er sich das gewünscht hat. Und dann machte er ein Dua. Und er sagte, oh Allah, ich habe versucht, meinen Sohn zu erziehen, aber ich konnte ihn nicht erziehen. So bitte ich dich, oh Allah, erziehe für mich meinen Sohn, weil ich keine Mittel mehr habe. Und subhanallah, aus seinem Sohn wurde jemand, der, wenn er nur eine Sura aus dem Koran gehört hat, mehrere Tage krank wurde, aus Gottes Furcht. Das war lieber bei Surat Al-Qari'ah, weil er Surat Al-Qari'ah hörte. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah. Kam einmal sozusagen in die Moschee, hörte den Imam lesen. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma adraka Al-Qari'ah. Wurde er mehrere Tage krank und die Leute haben ihn besucht und wussten nicht, warum er krank ist. Manchmal ist das so. Manchmal, wenn du nicht mehr weiter weißt, wende dich auf Allah zu. Und genau das tat der Prophet Sassen. Und subhanallah, direkt nach diesem Dua kommt plötzlich das Licht in der Dunkelheit. Direkt danach. Er ist noch nicht mal fertig, sallallahu alaihi wa sallam. Und jetzt kommt der erste Lichtschein. Der erste Sonnenschein dringt durch in die Finsternis dieser Nacht, die nicht enden möchte. Und zwar diese beiden Männer, in dessen Garten sich der Prophet sallallahu alaihi wa sallam befindet, nämlich Utba und Shaybah ibn Rabi'ah, sie sehen den Propheten sallallahu alaihi wa sallam in diesem Zustand, für den man ihn nur bedauern kann, und bekommen Mitleid. Und was machen sie? Sie schicken ihren Sklaven, ihren christlichen Sklaven Addas, zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam mit einigen Weintrauben. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er nimmt die Weintrauben und sagt, Bismillah, bevor er sie aß. Und das fragt ihn, was hast du da gesagt? Das kenne ich gar nicht hier vor den Leuten, dass sie Bismillah sagen. Er sagte, ja, woher kommst du denn? Er meinte dann, ich komme aus Nainawa. Ja? Ich komme aus Nainawa. Nainawa ist, glaube ich, liegt im heutigen Irak. Und er meinte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, der Ort meines frommen Bruders Yunus. Und dann fragt er, woher kennst du Yunus? Er meinte, er ist mein Bruder, ich bin Prophet und er war Prophet. Und als er diese Worte hörte, umarmte er den Propheten sallallahu alaihi wa sallam und küsste den Propheten sallallahu alaihi wa sallam und hat in diesem Moment den Islam angenommen. Das war der erste Lichtschein gewesen.
Was geschah danach? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er begab sich wieder Richtung Mekka und er vollzog dann das Fajr-Gebet an einem Ort. Und er rezitierte den Koran laut. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er offenbarte ihm daraufhin eine Sura, und zwar Surat al-Ahqaf oder einen Teil von Surat al-Ahqaf, und zeigte dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam auf, dass während er den Koran rezitierte, eine Gruppe von Djinn, der Prophet hat das gar nicht mitbekommen, aber Allah ta'ala erklärte ihn darüber auf, eine Gruppe von Djinn ihm zuhörte, den Islam annahm, zu ihrem Volk ging, den anderen Djinn, sie warnten und sie daraufhin den Islam angenommen haben. Welche Sura ist das? Surat al-Ahqaf, die letzten Verse. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, und aus diesen Versen können wir auch sehr, sehr viele Lehren ziehen. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. Und gedenke, als wir eine kleinere Schar Jinn veranlassten, sich zu dir zu begeben, um dem Koran zuzuhören. Das war genau auf seinem Rückweg. فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا. Als sie zu ihm eingefunden hatten, sagten sie, horcht hin. فَلَمَّا قُضِيَ. Als er dann zum Ende kam mit der Koran-Rezitation, وَلَّوْ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ. Kehrten sie zu ihrem Volk zurück, um sie zu warnen. Sie haben den Islam verinnerlicht. Sie haben einmal den Koran gehört, wussten, das ist das Wort Allahs. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich nicht darauf ausgeruht, sondern sie sind direkt zu ihrem Volk gegangen und haben es gewarnt. قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى. Sie sagten, oh unser Volk, wir haben ein Buch gehört, das nach Musa als Offenbarung herabgesandt worden ist. يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ. Das zu bestätigen, was vor ihm war und das zur Wahrheit und zu einem geraden Weg leitet. يَا قَوْمَنَا أَجِيبُ دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. O unser Volk, erhört Allahs Rufer, den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, und glaubt an ihn, so vergibt er euch etwas von euren Sünden und gewährt euch Schutz vor schmerzhafter Strafe. وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Wer Allahs Rufer nicht erhört, wird sich ihm auf der Erde doch nicht entziehen können und er hat außer ihm keine Schutzherren. Jene befinden sich in deutlichem Irrtum. Der zweite Lichtschimmer, der die Dunkelheit in die sich sozusagen, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam um sich herum verspürte, jetzt durchbrochen hat. Einmal Adas, zweitens eine Gruppe von Djinn. Aber das Licht, was dann die gesamte Dunkelheit, die der Prophet sallallahu alaihi wa sallam um sich herum verspürte, völlig beseitigen sollte, das sollte etwas später kommen. Und was war dieses Licht gewesen? Weiß jemand? Über das werden wir das nächste Mal sprechen, nicht heute. Al-Isra wa Mi'raj. Oh. Die Nacht- und Himmelsreise, bei der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu seinem Herrn aufstieg und das Licht sah von seinem Herrn mit seinem Herzen. Er sah Allah ta'ala mit seinem Herzen. Subhanallah. Ja? Das war dann sozusagen die größte Belohnung für unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam gewesen, welche es endgültig beendete, dieses Gefühl der Dunkelheit, in dem sich der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, oder welches der Prophet sallallahu alaihi wa sallam verspürt hatte nach diesem Ereignis in At-Ta'if. Was macht jetzt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat sich ungefähr 10 Tage in At-Ta'if befunden. Wir hatten vorhin schon die Überlieferung erwähnt gehabt. Jetzt kommt der Engel der Berge, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Er empfindet keinen Hass. Nein. Unser Prophet ist eine Barmherzigkeit. Und diese Barmherzigkeit, die müssen wir tagtäglich immer wieder auch verkörpern. Wir sind nicht hier, um den Leuten zu sagen, nimm den Islam an, wenn du ihn nicht angenommen hast, dann bist du in der Hölle. Wir sind hier, um Mitleid mit den Menschen zu verspüren. Und die Menschen zu Allah Ta'ala zu verführen und dieses Mitleid den Menschen auch tagtäglich immer wieder aufzuzeigen. Diese Barmherzigkeit.
dass irgendwann einmal vielleicht Menschen hier in dieser Gesellschaft, und viele haben den Weg schon zu Allah gefunden, aber dass noch mehr Menschen in dieser Gesellschaft zu Allah subhanahu wa ta'ala finden und das Licht Allahs erkennen. Das ist die Einstellung, die wir haben müssen. So wie unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam aus der Schlacht von Uhud. Er wird verletzt, ist voller Trauer. Und er sagt, wie soll ein Volk erfolgreich werden, welches das Gesicht ihres Propheten verletzt hat? Und dann aber kurz daraufhin sagt, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. O Allah, vergib meinem Volk, weil sie wissen es nicht besser. Das ist die Einstellung, die wir haben müssen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er versuchte daraufhin wieder nach Mekka zurückzukehren. Aber er konnte nicht einfach zurückkehren. Warum? Weil in Mekka haben die Leute ihn angefeindet. Und dementsprechend musste er was tun. Was war denn damals das System gewesen, wenn jemand, der ein Feind gewesen war, zu einem anderen Volk wollte? Oder in einen Stamm sozusagen, zu einem Stamm wollte, mit dem er aber verfeindet gewesen war. Was musste er denn machen? Es gab ein System. Ein System, was heute auch in der Welt vorhanden ist. Er musste um Asyl bitten. Und wie nennt man dieses System? Jiwar. Jiwar heißt, dass eine Person, eine einzelne Person aus dem Stamm, sagt, ich gewähre dir Asyl. Und das bedeutet, wenn er jemandem Asyl gewährt, dass jeder, der versucht, dieser Person in irgendeiner Weise etwas anzutun, eigentlich diesem Menschen, der ihm Asyl gewährt hat, etwas angetan hat, weil er unter seinem Schutz steht. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat bei mehreren Leuten angefragt, aber alle lehnten ab. Wer gewährte ihm aber Asyl? Al-Mut'im ibn Adi. Und Al-Mut'im ibn Adi ist ein bekannter Name. Wo habt ihr ihn schon mal gehört? Wir hatten ihn schon mal gehört in einem anderen Zusammenhang. So ein ehrenvoller Mann gewesen. In einem anderen Zusammenhang hatten wir von Al-Mut'im ibn Adi schon mal gehört gehabt. Das ist noch gar nicht so lange her. Nicht bei Hilfe Fudul, sondern bei dem Boykott. Als sie diesen Boykott aufgehoben haben, da war er einer derjenigen gewesen, welche dabei geholfen haben, dass dieser Boykott gegen die Banu Hashim aufgehoben wird. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, und er war Muschrik gewesen, als er in der Schlacht von Badr gestorben ist, sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wäre Al-Mut'im ibn Adi anwesend, dann hätte ich was getan? Dann hätte ich ihm sozusagen die Erlaubnis gegeben, dass er Fürsprache einlegt für diejenigen, die sozusagen hier gefallen sind bei der Schlacht von Badr. Also der Prophet sallallahu alaihi hat ihn das hochgehalten. Und der Mut'im ibn Adi war bereit gewesen, den Propheten sallallahu alaihi wa sallam dann nach Mekka zu bringen. Und er hat dann seiner Familie gesagt und seinen Söhnen gesagt, kommt und beschützt den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, beschützt Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und er konnte somit wieder nach Mekka gelangen unter dem Schutz von Al-Mut'im ibn Adi. Der ist ebenfalls außerhalb von Mekka gewesen zu diesem Zeitpunkt, aber nicht mit dem Propheten, Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq, er wollte ebenfalls nach Mekka zurück. Und er brauchte jemanden. Und dementsprechend hat er sich an einen Mann gewandt, der hieß Ibn al-Durunna. Und Ibn al-Durunna, er sagte ebenfalls, ich gewähre dir Schutz. Und er brachte ihn nach Mekka. Und was machte Abu Bakr as-Siddiq? Immer, wenn er zu Hause war bei sich, hat er was getan? Hat er laut den Koran rezitiert in der Nacht. Sodass die Frauen und die Kinder und Interessierte dann immer bei seinem Haus waren und dem Koran lauschten. Woraufhin die Leute zu Ibn al-Durunna gingen und sagten, wir können ihn nicht beschützen, wir können ihn nicht so lassen. Und dann meinte Ibn al-Durunna, oh Abu Bakr, ich bitte dich, ich habe dir Schutz gewährt. Aber bitte übertreib es nicht. Woraufhin dann der Abu Bakr as-Siddiq sagte, ich brauche deinen Schutz nicht, ich brauche nur den Schutz Allahs. Und er gab ihm den Schutz zurück. Also er sagt, das beendete diesen Schutzvertrag. Was lernen wir daraus? Was ganz, ganz Wichtiges. Die Muslime und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, sie haben die Traditionen und die Bräuche, die damaligen Stammesgesetze respektiert. Sie haben nicht gesagt, ich befinde mich irgendwo und ich kann tun und lassen, was ich möchte, wie es heutzutage einige Muslime tun. Sie kommen hier, beantragen Asyl, aber machen, was sie wollen. Halten sich an keine Gesetze. Wir sind Muslime, wir müssen uns an diese Kufr-Gesetze nicht halten. So ein Blödsinn. Wenn du dich hier befindest und du hast Asyl beantragt
oder du hast eine Aufenthaltserlaubnis, dann musst du dich an das halten, was du unterzeichnet hast. So wie es Abu Bakr as-Siddiq gemacht hat. Er hat gesagt, ich gebe dir den Schutz zurück, ich brauche deinen Schutz nicht mehr. Und somit war der Vertrag beendet gewesen. Er war für sich auf sich alleine gestellt gewesen. Und für das, was er tat, verantwortlich gewesen, selbst. Unser Prophet hat das berücksichtigt und er hat es respektiert. Und das muss uns nochmal klar sein. Wir können uns nicht einfach unsere eigenen Gesetze machen als Muslime, weil wir sagen, die müssen uns an keine Gesetze halten. Wir müssen uns genauso wie jeder andere Mensch in dieser Gesellschaft an die Gesetze halten, die hier vorherrschen. Und können nicht sagen, nein, das sind alles Kufr-Gesetze, mit denen habe ich nichts zu tun und ich kann tun und lassen, was ich möchte. So etwas gibt es im Islam nicht. Unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er hat die Bräuche und die Traditionen und die Gesetze seiner damaligen Zeit respektiert. Und wollte er etwas ändern oder ein Abkommen aufheben, dann hat er vorher das angekündigt, wie es Abu Bakr as-Siddiq gemacht hat. Und nicht einfach gesagt, ich setze mich über diese Gesetze hinweg und tue und lasse, was ich möchte. Was sehr, sehr wichtig ist. Und somit befand sich der Prophet sallallahu alaihi wa sallam unter dem Schutz von Al-Mut'im ibn Adi wieder in Mekka. Und jetzt sollte dieses große Wunder geschehen, Al-Isra wal-Mi'raj. Aber über dieses Wunder werden wir insha'Allah ta'ala dann in der kommenden Woche sprechen, bi mashi'atillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa natubu ilayk, bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.